Unterwegs in Tirol, heute mit dem Blick in die Landeshauptstadt Innsbruck. Herzlich willkommen. Den Stadtteil Anbrucken in Innsbruck kennen Sie bestimmt. Die bunte Häuserfront hat sich in den letzten Jahren zum Wahrzeichen von Innsbruck entwickelt. Der Künstler Gerald Huber hat in einem aufwendigen Verfahren jedes einzelne Haus abfotografiert und zu einem gigantischen einzelnen Bild verbunden. Das neue Innsbruck-Panorama hat jetzt seinen Platz im Silberg gefunden. Das goldene Dachl, die Annasäule und die Triumphpforte. Sie alle sind Wahrzeichen Innsbrucks. Im Netz und auf Postkarten finden sich aber immer häufiger Bilder von den bunten Häuschen des Stadtteils Anbrucken. Das Herzstück von Innsbruck ist der Stadtteil Anbrucken, die alten, gewachsenen Häuser von Anbrucken. Das heißt, es war eigentlich relativ schnell naheliegend, dass die ein Herzelement dieses Kunstwerks werden. Und dann wollte ich anknüpfend an das Tirol-Panorama aus 1809, das historische, da das moderne Innsbruck zeigen. Und zwar die Elemente von Innsbruck, die für heute typisch sind für Innsbruck. Das sind Themen zu Sport, Kultur, Fashion, Lifestyle, Heimatstolz, Tradition. Alles, was uns als Innsbrucker ausmacht. Und die wollte ich mit meiner Technik Look Twice in das Kunstwerk einfließen lassen, dass man also noch mehr als nur die Stadt zu entdecken hat, sondern auch eine Message von der Stadt. Look Twice, zu Deutsch schau zweimal, ist eine Bildtechnik, die Gerald selbst in Form eines Algorithmus entwickelt hat. Diese Technik ermöglicht es ihm, zwei oder mehrere Bilder nicht nur zu überblenden, sondern sogar verschmelzen zu lassen. Look Twice ist eine grafische Technik basierend auf Fotografie, wo ich Elemente miteinander verschmelze, also nicht nur überblende, sondern miteinander verschmelze, dass man zwei Dinge gleichzeitig entdecken kann. Man sieht ein Bild, man sieht das andere, je nachdem, auf was man sich konzentriert, oder sieht beides gleichzeitig. Dadurch kann man neue Erlebnisse schaffen, visuell, und alt und neu verbinden und vorher, nachher verbinden, also einfach diverse Stimmungen kombinieren. Einen wichtigen Teil in diesem Bild, und zwar die Tradition, verkörpert einerseits das Haupt eines Steinadlers und andererseits der Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Und wenn man dieses Kunstwerk anschaut, sieht man alles von der Tradition, den Tiroler Adler, wir sind ja doch sehr traditionsbewusst, aber auch die Moderne in seiner breiten Form und seiner Vielfalt. Wollte man alles darstellen. Und da haben wir halt einfach einen Künstler gebraucht, der auch diese darstellen kann. Und mit dem Herrn Huber haben wir wirklich einen fantastischen Menschen gefunden. Und jetzt konnten wir diese Vielfalt dem darstellen. Natürlich, Tirol basiert sehr stark auf Tradition. Aber wir können jetzt nicht festhalten und immer in der Tradition verhängen bleiben. Aber ich will die Tradition nicht wegschieben. Das heißt, ich wollte zeigen, dass es da eine Veränderung hin ins Moderne gibt. Der Andreas Hofer, aber jetzt komplett modernisiert, der moderne Hofer, mit einem Hut, der dem entspricht, was jetzt am Bergisel stattfindet, was jetzt in Innsbruck stattfindet, nämlich die moderne Architektur, diese organischen Gebäude, die Gebäude von unserer Star-Architektin in Innsbruck, dass wir da zeigen, Innsbruck ist modern, basierend auf historischen, traditionellen Wurzeln. Die Häuser sind alle einzeln abfotografiert und nebeneinander gereiht worden. Insgesamt sind es 80 an der Zahl und jedes einzelne dieser Häuser kommt nur einmal im Bild vor. Ich habe mir die Mühe gemacht, als Fotograf diese einzelnen Häuser, jedes für sich aus einer Perspektive zu fotografieren, wo ich das Haus alleine wahrnehme, ohne Baum, ohne Autos. Und dann habe ich grafisch mit sehr viel Aufwand diese zu einem 500 Millionen Pixelbild zusammen gestitcht, um einmal die Basis für dieses Kunstwerk zu haben. Also eine Häuserzeile, so wie man sie zwar hat, aber selten sieht. Dieses Kunstwerk von Gerald Huber füllt 180 Quadratmeter Wandfläche über zwei Etagen aus. Es soll für ein stimmungsvolles und anregendes Kommen und Gehen im Silberg sorgen. Wie wir letztes Jahr geplant haben, den Silberg entsprechend umzubauen, zu erweitern, zu adaptieren. Und wie wir gesehen haben, welche Flächen sich ergeben durch die neue Kundenführung von der Tiefgarage in die Mall hinein, haben wir gesagt, wir sollten da eine sinnvolle Bespielung machen dieser Flächen, dieser sehr großen Flächen. Und sind dann eigentlich auf die Grundidee zurückgegangen und haben gesagt, ja, wenn wir als Einkaufszentrum mitten in Innsbruck sind, dann gehört eigentlich Innsbruck als Teil
unseres Centers und als Teil unserer Kultur dargestellt. Und daher sind wir auf die Idee gekommen, könnten wir irgendwas in Zusammenhang mit Innsbruck machen. Beim genauen Betrachten des Bildes und dank einer Auflösung von 500 Millionen Pixel fallen Details an den Gebäuden auf, die man sonst vielleicht nie wahrgenommen hätte. Gut schaut's aus.